dieselbe Fläche, dieselben Angebote, dieselben Sofas, dieselben Flyer, dasselbe Wetter. Und da steht ein Typ 5 Meter neben jemand anders und verkauft doppelt so viel? Das wäre doch so, als wenn bei Olympia alle 10-0 auf 100 laufen, dann kommt ein Typ, der läuft 5-0. Und kein Sportstrainer auf der Welt wird sich fragen, welchen Teil der Strecke fährt der mit dem Moped? Sie haben Leute im Eigenhaus, die doppelt so gut sind und keiner interessiert sich dafür, was die anders machen? Ich sage Ihnen nur, ich sage Ihnen die zwei Schlüssel. Wissen Sie, was die beiden Schlüsselverhaltensweisen waren? Normalverkäufer, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nö, danke, ich wollte mich nur mal umschauen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nö, danke, ich wollte mich nur mal umschauen. Der Topverkäufer, hey, wow, Sie haben ja die ganze Familie mitgebracht. Kommen so 4, 5 Leute. Nee, sagt die ältere Dame, mein Mann konnte leider nicht, der wäre auch mitgekommen. Aber für unseren Enkel, der geht in 2 Wochen zur Kommunion. Da wollten wir jetzt das Jugendzimmer neu einrichten, dies und das, war der im Gespräch. 10 Minuten später sieht er eine ältere Dame, die guckt auf ein schwarzes Wildledersofa. Der geht zu denen und sagt, Sie schauen auf unser schwarzes Sofa. Ja, sagt die ältere Dame, wissen Sie, dieses Wildleder, das ist so schön warm, wie sich das anfühlt. Und ich habe 2 kleine Enkelsöhne, die turnen immer noch mit ihren Schuhen darum. Und jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht zu empfindlich ist. Ich habe 1 Stunde neben dem Mann gestanden, bis ich die Sprachmuster begriffen hatte. Es war nie eine Frage. Es war immer eine Aussage. Und jetzt kam der Clou. Es war niemals Gedankenlesen. Sie interessieren sich für unser schwarzes Sofa? Es war immer 5 Sinne, was er beobachtet hat. Sie bringen die ganze Familie mit. Oh, Sie haben ja sogar noch einen Kinderwagen dabei.